Ja, mal wieder deine Einrichtung, weil du beim Bau null drauf Wert gelegt hast, zu gucken, ob das Ganze nicht irgendwas braucht. Aber das wird schon Mensch, passen. Daniel. What? Was? Wie? Wo? Was? Musst du immer den Jojo alles hässlich machen lassen? Ja, Was ich werde meinst du? gezwungen, das hässlich zu machen. Ich kann gar nichts dafür. Kann doch nichts dafür. Doch. Woher soll dann? Okay. Ja. Wie du es machst, keine Da. Ahnung. Das Da ist haben wir doch wirklich. ein Rezept. Oh, Halt, was ist das ne? denn? Wo geht das denn hin? Wo geht das denn hin? Ja, noch ist ja okay. Ja, ich habe nur halt hier da den Wo zum Switch-Motor Teufel einbauen müssen. kommen wir hier hin? Ach so, das ist der neue Spoiler. Ja, ist okay. Oh. Damit Oh, kann ich leben. hier. Das Oh, kann I ich leben. see. Ja. Muss ich einen neuen Eingang machen? Also, oder kann ich da existierende Gleise nutzen? Ich würde die existierenden Gleise nutzen, sofern es geht. Vielleicht davor irgendwo abbiegen. Das ist die Frage, ob es geht. Dachte. Oder ob es dann irgendwie Bumm macht, weil irgendwas kollidiert. Tja, da müssen wir halt mit Signalen und so arbeiten. Das passt dann schon. Na gut. Wenn du das sagst. Hui. Also der Zug könnte jetzt theoretisch hierhin fahren. Das Problem ist nur, Gibt nichts zum Abholen, oder? ja, erstens das und beziehungsweise es gibt nichts zum Ausladen, um ehrlich zu sein. Soll der gleiche Zug dahin fahren? Nee, oder? Nee, ein Den. anderer. Gut. Der Zug. Welcher Zug? Der Zug. Der eine Zug, Der den wir eine haben. Zug. Der mit Recht. Greenhus. Der Greenhus. Mit Rechtschreibfehler. Das ist. Nein, das ist Belgisch ist das, oder? Oder Genau, holländisch. Niederländisch? Greenhus. Greenhus. Komm, machen wir mal drei. Egal. Hatte ich übrigens schon selber bemerkt, Flo, dass ich den falsch geschrieben habe. Aber ich Ja, das hatte. ist auch schwer, das nicht zu bemerken, weil es drüber richtig steht. Ja. Aber ich hatte keine XP mehr, um es umzubenennen. Ja, du armer Junge. Aha. Aha. Grey Web möchte übrigens nicht angeben, aber er lacht über 60 Megabit, weil er in einem Neubaugebiet aus dem Jahr 1998 am Stadtrand von Leipzig 200 Megabit hat. Wenn ich umziehen würde, würde ich Glasfaser bekommen, aber in die Stadt will ich nicht umziehen, weil die Stadt scheiße ist. Aber ich sage jetzt Okay. nicht, welche Stadt. Aha. Ist aber eine Musterstadt für Frankfurt. Glasfaser. Nee, nicht Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt. Ah, Gibt okay. es eine Stadt als Musterbaugebiet für Glasfasergedöns? Aber da will ich nicht unbedingt wohnen. Oh, und 4 Kilometer weiter wohnen seine Eltern auf dem Dorf mit 1 Megabit. Ja, da haben wir halt das. Ja. Wie heißt das? Wie heißt der Begriff dafür? Divide. Neuland. Nee, Disparität. dieses, ja, halt, dass die Geschwindigkeiten so unterschiedlich sind. Digital Divide im Diskrepanz. Prinzip. Ich meine, ich bin ja irgendwie selbst schon begeistert, wie aus mir ein Informatiker werden konnte mit so einer lahmen Leitung hier. Nee, allein schon dieses. Kein Ja, Internet da. lad dir mal dieses Tool runter. Ja, das Müssen dauert die. dann mal einen Tag, ne? Huch, da ist eine Ja. Krähe. Eine Krähe? Warte, Ich glaube, da wir ist eine. werden ein paar Mal eine Electric Da ist Locomotive eine Krähe. brauchen. Wahrscheinlich. Beschließe ich Wo? jetzt einfach mal. Da ist eine Krähe. Ja, wo? Unter der Baumfarm. Unter der Baumfarm ist eine Krähe. Forest Raven von Twilight Ah, Sprout. doch, stimmt, da so Ja. eingesperrt, gell? Ja. Die haben wir auch mal gesehen, ja. Kann ich den töten? Nein. Du tu dir keinen Zwang Du an. Lass mich. Mörder. Finde ich. Olli? Stimmt. Ah. Natürlich. Wo Nee. kriege ich denn Ich kann hier sie anmalen. einfach Vielleicht. RF her? Wo ist hier? Ich bin momentan im Haupthaus. Er hat irgendwie Entweder eine sehr kleine du Hitbox. musst du Peer-to-Peer setzen. Okay, nee, hat sie eigentlich nicht, aber man kann die Hitbox nicht treffen. The fuck? Oder? The fuck? Ha! Geh auf. Das war aber ich. Ha! Ich habe die Wobei. Krähe getötet. Hier unten ist Peer-to-Peer Mörder. einfach. Ich hätte sie Weil die ja liegen Leitung kannst lassen. du nicht gescheit runterlegen. Arsch. Hä? Jetzt gehe ich wieder. Was habe ich jetzt Oh toll, du gemacht? hast den Minecart gestoppt. Glückwunsch. Danke. Immer Mm, wieder gerne. schön. Der Raum hier ist auch ein bisschen Auf Schienen. blöd. Weißt du, was toll an diesen Schienen ist? Man kann drauf gehen. Okay, was Richtig, ralle ich gerade richtig. nicht? Ich Jetzt stoppst du brauche ihn schon wieder. Tinplates. Ah! Ey. Ich Oh, brauche dafür Junge! Tin Ingot in der Ach so, Rolling andersrum. Machine.
Gehen die in. Ach, das ist Eisen. Haha. Deswegen. Warum habe ich jetzt. Jetzt hast du. Du hast es den Minecart getötet, ernsthaft. Was habe ich? Du Vollhonk! Was habe ich? Du hast den Minecart getötet. Ich kann den Minecart töten? Du hast ihn abgeschossen, jetzt ist er tot. What? Ah, ja. Glückwunsch! Gut gemacht, Daniel. Ups. Ich wusste nicht, dass man Minecarts töten kann. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, tut mir leid, ich bin hier mit Schiffen, so. Mit Booten. Kenne ich mich aus. Warum kann man die töten? Das ist eine sehr gute Frage. Noch mit dem Ding töten? Olli, ich habe schon einen Platz gefunden. Geh weg. Schieß, aber ich bin nur, ich kann falsch. Schießen. Was brauche ich denn noch? Alles. Ja, auch. Schön. Schieß nicht jetzt auf den anderen Minecart auch noch, ich sag's dir. Warum? Na gut. Okay, dann machen wir das hier. Dann gehe ich ganz schnell wieder weg. Warum steht da unten im Wasser eine Kiste? Hol mal ein neues Minecart dabei. Ein normales Minecart. So. Mit Kiste drin. Mit Kiste. Das sonst ich wird kein Holz abgeholt. Ach doch, aber es fährt schön. Glückwunsch. Genau, da können wir jetzt dann die Pipe rüberlegen und dann haben wir Strom, richtig? Richtig. Ja, ne? Genau. So, Piepe, haben wir noch Piepes in der Leitung? Wir haben doch noch drei. So. Bring dir jetzt drei mit, dann kannst du drei fahren lassen. Da haben wir noch ein paar Pipes. Das einfach, aber nix. Einfach draufsetzen. Eins, ja, und anschubsen, bis es aufs Gleis kommt. Sprich, idealerweise warten, bis der andere, naja. Ja. Dann kommt hier. Und jetzt? So wie immer anschubsen. Aber da komme ich nicht mehr hin. Hau mal drauf. Ah, jetzt. Machen wir vielleicht da noch ein bisschen weiter, aber egal. Der Dimlit Researcher, der. War das der richtig? Dimlit Inscriber? Genau, okay, war richtig. Dünner. Piu. Dann Piu. Der Dimension Blur. Habe ich eigentlich eine Schaufel? Genau. Ja, ich habe eine Schaufel. Sehr gut. Okay, ich glaube, das können wir auch noch gebrauchen. Das heißt, wir wollen irgendwie den. Ja, Bakerman, wir haben vorhin, vorhin angefangen, was zu reden. Wir wollen was vorbereiten. Ich bin gerade schon dabei, es vorzubereiten. Ah, sehr gut. Wo bereitest du denn vor? Ich rede nicht, sondern ich baue. Ja, dann kriege ich es nicht mit. Wo baust du denn? Im Haupthaus, im Obergeschoss. Die Erklärung kommt gleich noch. Es war, der Aufbau sind einfach nur ein paar, nennen wir sie mal, billige Rezepte. Von daher ist das überhaupt kein Thema. Cool. Fernseher. Kann man Fußball schauen. Hast du, Olli, noch theoretisch das Fußball ist aus. Kannst du nicht gucken. Cobblestone Covers? Wie ging es denn aus? Microblocks? Ich glaube 0-0. Gucken. Weiß ich nicht. Meister Vivi meint, fragt, was eigentlich so schwer daran ist, bessere Internetkabel zu verlegen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so schwer ist. Das ist eher eine Preisfrage. Das kostet halt Geld. Und es lohnt sich für kleinere Gebiete am Dorf und so weiter halt nur dann, wenn auch dementsprechend viele Leute dann ein dementsprechendes Paket buchen. Und nachdem es ja selbst in Städten schwierig ist, weil man dann immer alles aufreißen muss. Also es ist einfach ein finanzielles Problem, denke ich. Ups. Genau. Ich glaube, die Telekom wäre froh, wenn sie alle Haushalte von Deutschland angeschlossen hätte, aber es muss halt profitabel sein. Richtig. Und es ist eine Frage, ob du das Kabel nur bis zu dem Hauptverteiler legst, bis du das zu den Unterverteilern legst, die ein bisschen näher dran sind, oder ob du das Kabel bis zu dir ins Haus legen musst. Und deswegen setzt die Telekom auch momentan auf Vectoring, nennt man auch VDSL, nicht? Und das ist halt für die einfacher, weil sie nur bis zu dem nächstgelegenen Kabelverteiler ein entsprechend gutes Kabel aufschalten muss. Und das sind halt einfach deutlich weniger Kabel. Und so weil Kabel, da die Reichweite ja auch stark eingeschränkt ist vom Verteiler. Ja. Ich bin in der glücklichen Lage, unseren kleinen Ort mit 40.000 Seelen haben sie jetzt größtenteils umgestellt auf VDSL. Deswegen bin ich jetzt hier. Oh, danke schön, Olli. Bin ich glücklicher Besitzer einer VDSL 100-Leitung. Natürlich, ich habe mich wieder mit dem rosa Riesen hier verbünden müssen.
Macht man nicht unbedingt gerne, aber es ist so. Ja, der packt mit dem Teufel. Ja, genau. Dann jammern jetzt alle rum, weil den Vectoring-Kram ja dann exklusiv ist. Ja. Das hat aber technische Hintergründe. Ich verstehe auch, dass sie das nicht so ohne wollte das machen. Da aber die müssen es aber auch irgendwo, dass es eine andere Möglichkeit gäbe, das nicht exklusiv zu machen. Das heißt aber, dass Technik. Ja. Ich hatte ja den Techniker bei mir im Haus, weil sie sich nicht sicher waren, ob das alles funktioniert. Der Techniker kam zu mir ins Haus, das hat alles dann schon funktioniert, weil, okay, als ITler kriegt man sowas dann, glaube ich, schon irgendwie unter. Und mit dem habe ich dann noch ein paar Takte gequasselt. Ja, es ist halt alles nicht ganz so einfach, wie es vielleicht immer aussieht. Manchmal sieht man die Probleme nicht, die sich damit dann noch alle ergeben. Aber ja, es geht eigentlich immer doch nur um eines: Geld. Um was anderes geht es doch gar nicht. Neues. Ach so, ich dachte Nächstenliebe von der Telekom. Schau dir mal deren Vorstandsmitglieder an, ob es da wirklich dann noch um Nächstenliebe geht oder um andere Geschichten. So, Daniel, möchtest du Ja, sie lieben ihren gucken? Nächsten. Also ja, ich bin gleich wieder da. Ja, man ist halt immer sich selbst der Nächste, ne? Genau. Ja, geht's ja nicht. Alle denken nur an sich, nur ich. Ich denke an mich. Genau. So, hallo. Jojo, möchtest du auch mitgucken? Gleich. Muss noch ein Rezept reinpacken. Nachdem wir das zumindest in nächster Zeit noch ein paar Mal brauchen werden. So. Damit dürfen wir nämlich dann auch alles haben. Ich hoffe, es Wo ist denn? Das, was ich gemacht habe. Ich kann im Obergeschoss. Ich kann auch dazu weiter sagen. Also einfach sich wundern, dass Straßen aufgerissen werden und dann die entsprechenden Kabel nicht verlegt werden, ist nichts Besonderes. Also auch hier bei uns um die Ecke, da wurde in den letzten 10 Jahren 3 bis 4 Mal die Straße aufgerissen, weil sie irgendwelche Sachen verlegen müssen, weil sie Geothermie verlegen und anstatt, dass sie gleich sagen, ach, da legen wir noch ein paar Leerkabel rein. Nein, das müssen wir nicht. Nein, das ist langweilig. Wobei sie ja mittlerweile angehalten sind, das zu machen. Da gibt es seit ungefähr einem halben Jahr eine entsprechende, wie heißt das immer so schön? Nicht Ausschreibung, nein. Verordnung? Verordnung. Ja, Verordnung ist, glaube ich, das richtige Wort. Ja, das Problem ist, das kommt halt immer viel zu spät. Das hätten sie vor 10 Jahren machen müssen. Ja. So, wir kümmern uns gerade jetzt mal gemeinsam ein bisschen um den Mod RF-Tools. RF-Tools kann man sagen, ist eine moderne Variante von Mistcraft, falls das noch jemand kennt. Und vielen anderen Dingen. Jo. Es gibt auch noch andere schöne Maschinen, aber ein Teil von der 1.7.10er-Version ist eben auch andere Dimensionen. So, andere Dimensionen. Wie kommt man da hin? Ich gebe jetzt mal jedem von euch hier so ein Dimlet. Dann könnt ihr mal gucken. Dimlet. Hey, Achievement. Dimlet. Super, ganz viel Feuerwerk hier im Haus. Groß. Ja, auch. Wo seid ihr denn? So. Obergeschoss im Haupthaus. So ist auch. Meins ist unbekannt. Wie alle anderen auch. Nee, dafür gibt es den Dimlet Researcher. Da machst du mal einen Rechtsklick drauf und wirfst mal dein Unknown Dimlet rein. Ich weiß das auch. Ich habe ein Material Cinnabar Ore Dimlet. Gut. Ich habe ein Biome Cold Tiger Dimlet. Das klingt schon mal gut. Jetzt kann jeder mal seine Dimlets reinlegen. Wir haben nicht allzu viele. Ich habe ein Terrain Cavern. Wo denn in den Inscriber? Oder wohin hätte ich das gern? Terrain Cavern. Höhlen. Aha. Okay. Okay, genau nimm mal raus. Yay. Doktor, so, was hab ich? Auch interessant. Kann man die nochmal umändern? Ein Sky. Gott, Sky Yellow Fog. Also, und dann haben wir noch eins, das letzte, was wir haben: Mushroom Fog. Oh, nee, echt nicht. Gut. So, jetzt haben wir quasi ein paar Eigenschaften gefunden, die man so einer Welt geben kann. Unter anderem Biome, Biomushroom, das andere ist ein Sky Yellow Fog Dimlet. Und wenn man in das RF Tools in NEI anschaut, es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Wichtig dabei ist, bei jedem dieser Dimlets, die wir gerade researched haben, stehen mehrere Werte drin: Create Cost und Maintain Cost. Die sind abhängig von der Rarität des Dimlets. Es gibt Dimlets. Dann ist meins nicht viel wert. Wie meine auch nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal in NEI nach einem Dimlet suchen, das sich nennt Draconium. Ja, da gibt es zwei Dimlets. Und wenn wir dann das rechte sehen, das Material Draconium Ore, stehen hier 200.000 RF pro Tick.
bei einer Rarität von 6. Das war jetzt das, was mir so im Kopf ist, weil wir es im anderen Modpack gerade gefunden haben. Günstig. Hm. Günstig. Wir haben ja wie viel Gigaterra RF? Da. Also, das geht schon. Ich weiß bloß nicht, wie viele pro Tick. Pro Tick wird es eng. Wir hätten zwar einiges drüben gelagert, aber der Weg hierher ist lang. So, jetzt machen wir uns aber einfach mal Folgendes. Wir nehmen dieses Empty Dimension Tab in die nächste Maschine. Das ist der sogenannte Dimension. Ja, ist ja gut. Der Dimension Inscriber. So, und jetzt können wir hier mal alles außer Biome können wir mal reinlegen. Was habt ihr jetzt hier? Terran Cavern Dimlet. Das sind wahrscheinlich dann irgendwelche unterirdischen Teile. Das können wir reinlegen. Dann nehmen wir noch den gelben Cinnabar Ore Dimlet. Das ist alles relativ billig und simpel. Nehmen wir einfach mal so. Da steht es leider ein Warning, weil wir hier ein paar Modifiers drin haben, die sind unter Umständen nicht ganz so gut. Wo ist die Warning? Ach, da unten. Okay. Unten, neben dem leeren Dimlet. Normalerweise müsste man noch ein paar weitere Dimlets hinzufügen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt also noch Dutzende von Dimlets, die man mit reinpacken könnte. Und wir drücken jetzt einfach mal hier auf Store. Oh. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade auf Store gedrückt. Du kannst auch mal das Dimension-Tab kannst du ruhig mal rausnehmen. Da siehst du nämlich, was alles drin steht. Ja, wir hätten nur die Cinnabar vor die Terra Caverns legen müssen, glaube ich. Ist auch egal. Wir nehmen es jetzt einfach mal raus. Das war nämlich, glaube ich, auch der One. Da steht nimm's jetzt drin, raus. Material One Dimlet, Sky One Dimlet, Terran One Dimlet. Creation Cost 2480 RF pro Tick, Maintenance Cost 12 RF pro Tick. Also mit anderen Worten, super schön. Und Tick kostet 102 Ticks, also ein Tick kostet 102 Ticks. Oder auch, wo hättest du es denn gern? Dann packst du mal in den Dimension Builder. Und die restlichen Dimlets, die ihr habt, packt ihr bitte hier rechts dann in die Filling Cabinet. Danke, Olli. Das geht recht fix. Dann denke ich ja mit. Ist fertig gebildet. Gut, warte mal. Kriegt auch richtig schön viel Energie gerade. Ja. Hallo René 2000 geboren. So, ein schöner Nickname. Also was wenn man es nicht vergessen darf, ist bald raus, dann haben wir keine Energie mehr, weil der alte drin ist. Der dürfte eigentlich genügend Energie kriegen. Ja, oder? Sind gerade 17 Millionen RF. Ich weiß ja nicht, wie viel wir brauchen. Ja, das ist okay. Das kann er sich ruhig ziehen, da habe ich kein Problem mit. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir müssen nämlich uns noch ein bisschen Strom mitnehmen. Warum müssen wir uns Strom mitnehmen? Wir wollen schließlich auch wieder zurückkommen, ne? Ach, wieso? So. Nachdem wir anscheinend jetzt gehen wollen, werde ich erstmal mein ganzes Inventar schnell leeren, weil ich bin mal wieder umvorbereitet. Ja, das kannst du natürlich gerne tun. Nee, ich habe keinen Platz. That's all. Okay. Das heißt, du hast Tonprobleme, Baker. Ich habe Tonprobleme? Du hast Tonprobleme? Der ist vielleicht zwar nichts davon. Ein lautes Rauschen. Genau, ein Rauschen zu hören. Das ist der Wind. Das ist der Regen. Ja, der Regen wahrscheinlich, ja. Das kann durchaus sein. Jetzt lauter. Also da oben. Dann ist es definitiv der Regen. Olli, kannst du mir mal ganz kurz das Teil hier rumdrehen, dass sich das Ding auch lädt? Ah, jetzt, danke. Hab nichts gemacht, aber okay. Bitte schön. Okay, gut, danke. Schön. Warte mal, das kann man ganz locker machen. Options, Music and Sound, Weather. So. Gute Nacht, Manuel. So. Jetzt müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Die 8 Millionen RF wollen wir schon mal mitnehmen. Und wir sollten uns noch mitnehmen, der Vorsicht halber. Eine Crossbow. Noch. Ja, ihr könnt euch mal gerne ausrüsten. Das wäre nämlich sehr praktisch, wenn ihr das schon mal macht. Ich baue noch ganz kurz, nämlich aus RF-Tools noch zwei Sachen. Sonst kommen wir nämlich nicht zurück. Das ist nämlich gefährlich bei dem Mod. Da kommt man nämlich ganz schnell mal in die Bredouille und kommt nicht wieder zurück. So, da haben wir eins. So, machen wir nochmal einmal davon. Machine Frame. Wie gesagt, die Rezepte sind alle eigentlich relativ billig. Von daher braucht man sich da keine großen Gedanken zu machen. Was es halt hauptsächlich kostet, ist ein bisschen Material an Eisen und ein bisschen Redstone. So.
Und dann brauchen wir noch eventuell, wir haben jetzt dann. Habe ich einen HV-Kapazitor dran gehängt? Ja, ne? Ja. Okay. Dann brauchen wir ein paar HV-Wires, dann brauchen wir nochmal ein HV-Wire-Relay. Eins. Und ein paar HV-Wires. So. Dann sollten wir, glaube ich, ausgerüstet sein. Den Rest packen wir. Ein bisschen was zu essen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, ein bisschen was zu essen macht sich immer gut. Nachdem ich nur noch eine Sorte habe. An apple a day keeps the doctor away. Ja, das sagt man sich so. Mhm. Ob es stimmt oder nicht. A carrot a night. Bin ich mir leid. Whatever, ne? Genau. Jedenfalls haben wir unsere Enterpouches. Stimmt. Haben wir irgendwas gebratenes Beef? Beef Sandwich, geil. 8 Millionen RF, das ist gut. Die nehmen wir mit. So. Wie gut bist du geladen? Voll geladen. Wunderbar, passt. Okay, dann warten wir mal, bis alle fertig sind. Fertig. Hey. Dann fehlt uns noch der Daniel. Ja, ja, ich sehe seinen Name-Tag. Ich esse noch Äpfel. Bin schon alles da. Klar. So, und als letzte Dubiosität gibt es noch das Dialing-Device. Das hier. Und da gibt es jetzt dann von nach. Oben also ist von. 32 Millionen Enderperlen. Nein, das ist die Position des Dialing-Devices. In XYZ. Ah. Und ID 6 sollte eigentlich die richtige Welt sein. Warte mal, die Menschenbilder, müssen wir da noch irgendwas machen? Nein, das sollte eigentlich alles schon so stimmen. Dimension ready. Okay, passt. ID 6. Kann man also nochmal kurz zum Kontrollieren. Wenn ihr in den Dimension-Bilder reinschaut, seht ihr, wenn ihr über das Realized Dimensional Tab, also dieses bunte Schachbrett da guckt, seht ihr Name irgendwas, ID 6. Ja, mit den Sachen, die wir vorhin reingelegt haben. So, und dann gehen wir auf das Dialing-Device und da sehen wir oben unsere Quelle, wo wir herkommen. Und ID 6 ist dann quasi unser Ziel. Das ist die Destination Dimension. Und dann drücken wir mal Dial und sehen hier krasse Moräne. Wer möchte zuerst einfach drauf springen? Schwupp, schwupp, jojo. Und dann? Doch, du hast auch Dialing-Device drüben. Habe ich doch alles in der Tasche, okay. Olli. Ich bin vorbereitet. The world moved. Ich bin in der Wüste. Dann springe ich auch. Und es ist dunkel. Was? Ich muss springen, oder? Ach du Schande. Hier sind viele, viele Zombies, glaube ich. Das funktioniert nicht bei mir. Was müsst ihr machen? Draufstellen und dann? Aufstellen und warten. Stockfinster, wir sind in der Wüste und hier sind da, du bist Zombies direkt reingesprungen in mein. Ja, ich hab's gesehen. Danke. Ich komme gleich wieder. Ja, ich wollte die ganzen Zombies hier clearen. Sorry. Meine Frage ist eigentlich nur, ist mein Grab da? Ja. Okay, gut, wunderbar. Das ist gut, weil das ist wichtig. Weil in dem Grab ist nämlich unser Rückweg. Es wäre doof, wenn nicht. Es wäre aber auch kein Problem. Wir haben Öl. Nochmal bauen. Öl? Öl. Wir sind reich. Sehr schön. Wir sind in der Wüste. Ah. Und da sind Skelette. Ist das ein Skelett oder bist du ein Skelett? Ja, ich bin kein Skelett. Ich flieg mal wieder. Ich habe keine Ahnung. Da ist mein Grab. Okay. Vorsichtig, und öffne mein Grab. Ich glaube, es leckt mich. Okay. Drüben ist was nicht Wüstiges. Was ist das hier? Was man jetzt hier sieht, ist, wir sind auf so einem komischen Teil hier gelandet. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch mein Inventar. Kann man irgendwie Tag machen? Kann mir irgendjemand ein paar Fackeln holen? Das sieht sehr nach Eternal Darkness aus. Da ist ein leuchtender Zombie. Hier habe ich Daniel. Ja. Oh, da ist eine Slime-Insel. Danke. Gut. Du könntest gerne schon mal Fackeln ein bisschen drumherum setzen, dann wird's für uns sicherer werden. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Wenn wir die Dimension nicht genau bestimmen, wie wir es gerade eben nicht gemacht haben, dann haben wir das Problem, ja, dann sieht das halt ein bisschen alles random aus. Warte mal, hier oben ist eine Slime-Insel. Eine sehr dunkle Slime-Insel. So, hier ist jetzt gerade Fackeln. Creeper, sieht schön aus von hier oben, was ihr da unten macht. Ja, ich glaub's auch. Da ist ein Slime in der Slime-Basis.
So, und wenn ihr vergessen habt, eure Sachen mitzunehmen, die ihr braucht zum Zurückkehren, dann habt ihr ein Problem. Dann hängt ihr hier nämlich fest. Ist ein Nachteil. Wow, what the fuck was this? Ja, Concussion Creeper, nichts Besonderes. Ach so. Eine kleine Instabilität. Oh, da haben wir noch einen Kerl, der was von mir will. Was denn? Oh. Hast du schon wieder Verehrer? Ja, ja, ich habe einen kleinen Verehrer hier gehabt, aber das ist okay. So, und dann müssen wir hier nämlich noch... Oh yay! Wir haben Sakura. Jetzt hier einen Meta-Transmitter. Ein Sakura-Baum in der Wüste, okay. Ach du liebe Güte. What? Was ist das denn? Gut, dass ich fliegen kann. Ein Dialing-Device. Haben wir irgendwie eine Torch-Cannon oder sowas? Au. Geht weg. Jetzt richtig hilfreich. Oh, du hast eine nette Armee hinter dir. Ein bisschen. Was ist das denn für ein komischer... Für ein komisches Skelett? So. Ja. Das Schöne ist, kann man seine Crossbow mal gescheit leveln hier. Good point. Nehmt doch die Sachen mit, die hier rumliegen. Verstehen ja, die mach sind von doch. Den Viechern, die in deine Richtung gerannt sind und ich abgeschossen habe, damit sie dich nicht umhauen. Ja, ja. Aber beschwer dich. Ja, ja, ich beschwere mich ja immer, nicht? Ist klar. So, dann brauchen wir hier... Ja, yeah, plus eins Attack. Interessant. Ja. Das hatte ich noch gar nicht gemerkt. Mein Crossbow heißt Daniel Töter. Okay. Erste Mal gemerkt. Ja. Ich muss mich mal heilen. Glaube ich. So. Dann haben wir hier schon was Nächstes bauen können, eine Ölraffinerie. So, dann kommt der dahin. Das ist zumindest dahin. Mal ein bisschen heller. Hammer. Hammer theoretisch auch. Hammer. Wo ist der richtige da? Da ist der richtige. So, und hier war das ja so, dass blau war der Eingang und orange war der Ausgang, glaube ich, ne? Ja, ich hab's noch falsch hingesetzt gerade. Bisschen zu nah dran. Großartig, Endermänner laufen auch rum. Weichen wieder aus. Die kann man ja bekanntlich nicht mit den Crossbows kaputt machen. Richtig. Ah, die Geräusche, ey. Geht weg, Geräusche. Und hier so ein kleiner Grünstreifen. Da regnet's gerade. Ah, okay. Die Wüste gehst du dann wieder weg. So, die Maschinen haben alle wieder Saft. Das heißt, Styling wir kommen wieder auch nach Hause. Genau. So, was wir uns aber machen sollten, trotz allem, ist ein bisschen umschauen, denn in jeder Dimension gibt es Hütten. Und in den Hütten sind Dimlets, die meistens etwas besser sind, wie das, was man hier so. Da ist ein Haus mit einem Glowstone-Block auf dem Dach. Ja, ich wollte gerade Richtung? Ich würde sagen, Norden. Exakt Norden. Richtung Norden. Moment, dann drücke ich mal hier nämlich ganz kurz in der Map auf M und sage hier hier einfügen. Way home. Wo macht man das? Ich bin gerade schon wieder blind, wo ich in der Map ein... Ah, da. Geh mal raus aus der Map. Ja. Komplett raus, dass du das normale Bild hast. Vom Haus aus einfach nach Süden. Einfach einfügen. Norden. Also einfügen. Nee, da. Okay. So. Wieder zurück. Ja, ja, richtig. Ich sage ja, das Haus ist direkt im Norden. Marker Group, nein. Nicht Voll. Player Death. Und der einzige Gegner, der hier rumläuft, ist ein Enderman. Den ich der Dimensional Pattern. Also so. Genau, und diese so Sachen sind Sachen, die man brauchen können. Da ist ein Knopf. Ah, mit Eisentür. Fancy, genau. Ich geh da mal rein. Ja, kannst du gerne machen. Es kann bist du in welche Richtung? Hat einfach nach Norden. Liquid Oil Dimlet. Unknown das Dimlets klingt gut. 3, nochmal 5 Unknown Dimlets und nochmal 8 Unknown Dimlets. Wie habe ich die Map genau. deaktiviert, fällt mir gerade auf. Und die in der Wand sollte man auch mit M? Ups. Terran Plateau Dimlet? Habe ich. Und Sky Normal Dimlet. Nimmst du einfach mal alles mit. Wir alles mitnehmen. Zu. Da ist ein Schalter. Habe ich schon gedrückt. Ja, das ist der Glowstone. An-Aus-Schalter.